Jo Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute wird es hier nochmal Zeit für Evolves Talent Show, Leute. Das war cringe, Digga. Heute zusammen mit Denergy, was geht ab in der Jury? Was geht ab, Leute? Digga, wie laut schreist du in dein Mikrofon eigentlich? Ich mach ganz normal meine Begrüßung und okay, was geht, Leute? Alles gut, was geht? Ja, reicht schon. Dann zusammen mit Deko, Leute, was geht ab? Hallo! Cringe it in. Und ich würde sagen, Leute, wir labern heute nicht lang drum herum. Ihr wisst genau, wie es läuft. Wir suchen ja wieder Deutschlands krassesten Talente in der Fortnite-Talentshow. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Was? Was? Wir fangen an und let's go, Leute. Und da kommt der erste Kandidat, oh, shit, meine Freunde. Digga. Mashallah, dieser Skin, Junge, sieht... Der Skin sehr schon mal nice. Achso, World Skin, hi, okay. Was geht ab, Mann? Moin. Also dein Aussehen ist schon mal sehr vielversprechend, muss ich sagen. Ja. Ne? Okay. Was hast du denn für uns vorbereitet? Ja, ich mache heute Mathe mit euch. Oh. Kann ich mir ganz kurz an deinen Becher bitte? Okay, kann weitergehen. Kurze, ich verstehe das nicht. Wie Mathe? Was willst du jetzt mit uns machen? Rechnen oder? Ja, genau. Rechnen. Okay, dann the stage is yours. Hau einfach mal raus. Ich bin gespannt. 1 plus 1 ist 2 mal 2 ist 4 mal 12 dividiert durch 2 ist 6 mal 3 ist 18, dividiert durch 3 ist 6, 2 ist 12, minus 2 ist 10, minus 5 ist 10, plus 5 ist 15. Also 10 minus 5 ist also 10. Ja, da würde ich sagen... Ey, Digga, ich hab nix gecheckt, weil die Mathe so scheiße war, Alter. Aber ich hab jetzt gerade krass gesagt, aber da hast du gesagt, dass er falsch war. Ja, ich hab dann mal so am Ende mal zugehört, dann irgendwie... 10, minus 5 ist 10, plus 5 ist 15. Und ich dachte, warte mal, Digga. Ja, also, ich glaube, wenn ich mir einen Mathe-Lehrer suche, dann suche ich mir einen, der das auch kann. Deswegen, ja, kriegst du von mir leider ein Nein. So, was sagst du, Deku? Ich drück einfach auf Nein und bei dir drücke ich auf Nein und tschüss, Digga. Okay, der nächste, Leute. Ja, Leute, hat doch an der Stelle schon mal Mashallah gut angefangen, Digga. Ich sag Mashallah. Und da kommt auch schon der nächste, der hat sich, glaube ich, verlaufen. Ja, hier ist die Bühne. Ja, genau, Digga. Perfekt. Hier angelaufen kommt, Digga. Was geht ab? Wie geht's dir? Hallo? Ja, mir geht's gut. Wie geht's euch so? Ey. Mega, Digga. Hey, danke, endlich frag dir mal zurück, Digga. Ja, ne, immer reden die anderen nur. Wie geht's dir? Also, wie heißt du? ich bin Khan, 13 Jahre alt. Aha. Ich spiele gerne Fortnite, wie jeder 13-Jährige und ja. Okay, was hast du denn heute mitgebracht? Was ist dein Talent? Also, ich habe Anleitungen für euch. Okay. Also, habt ihr eine spezielle, wollt ihr Lego schon immer mal was? Nee, Lego ist zu langweilig. Nein. Was sagst du, Daniel? Zu was brauchen wir mal also eine Anleitung? Ich hab halt zwei Sachen so. Was hast du denn vorbereitet? Wie man halt am besten Leute auf der Gamescom anspuckt. Und ich hab gemerkt, der ein oder andere beschäftigt sich mit dem Thema Pissegurgeln. Dazu habe ich auch eine Anleitung. Würde ich jetzt erstmal präferieren, ja? Nehmen wir das doch, oder Daniel? Ja, genau. Also nicht du da vorne auf der Bühne, sondern Lukas. Perfekt, Digga. Fangen wir an und bitte. Okay. Also, als erstes tut ihr natürlich ein Glas nehmen. Ich mach das jetzt mal mit einer Flasche, okay. Aber ja, weiter. Okay, dann pinkelt ihr in diese Flasche rein. Das mach ich jetzt an der Stelle nicht. so. Aber, ja, weiter. Dann nehmt ihr die Flasche. Ja. Ich kann empfehlen, sie vielleicht etwas heiß zu machen, dann ist es besser für den Hals. Ah. So. Noch heißer. Dann nimmt man die Pisse. Ja. Und steckt sie in den Mund. Mhm. Und dann... Rede weiter. Ich hab ein bisschen Angst, aber okay, dann hast du es im Mund und dann tust du gurgeln. So. Und nach dem Gurgeln? Ja. Dann merkst du so langsam, wie es so alles in deinem Mund, ne? Ja, ich hab jetzt... Okay, es reicht jetzt! Der reicht doch, nur... doch jetzt, unnötig! Ja, ich würde dir ein Ja geben, aber ich kann da nichts sagen, weil wir haben nur einen Experten hier in der Jury. Ey, da kriegst du keinen Ball. Ey, kein Ball. Ich sag dir eine Sache, ne? Schau mal, wenn ich jetzt weiterkomme, nächste Runde habe ich dann was für dich spielt, weißt du? Für mich? Ja, für dich. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, sich hier abzusprechen, aber Daniel hat die Entscheidung, also, was sagst du? Du warst frech, aber am Ende warst du süß. Deswegen kriegst du ein Ja.
Oh, damit haben wir den ersten, der weiter ist, Leute. Let's go. Perfekt. Okay, dann würde ich dich bitten, einmal durchzugehen jetzt zur Tribüne. Und dann bin ich echt mal gespannt, was du hier noch ablieferst. Vielen Dank für alle, die an mich geglaubt haben. Ich liebe euch. Das ist, Wo muss ich hin? Ich... Genau, ja, da hier. Der nächste, let's go. Also wir haben jetzt schon einen Recall, deswegen muss der jetzt hier definitiv abliefern. Also, guten Tag. Ich bin der Luca, ich bin heute 12 geworden. Ganz kurz, erst heute, Digga? Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Aber Dankeschön. Dein Name wäre noch geiler, wenn noch ein S dran wäre, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. was hast du heute mitgebracht? Also ich wollte halt so ein Gedicht für Freestyle einfach so sagen, halt so auf so. Ein Gedicht? Okay, pff, krass, Digga. Ja, ich mach das oft, wenn ich mit einem Freund spiele, dann... Dann haut ihr euch einfach mal ein paar Gedichte um die Ohren. Wer kennt's nicht abends in Ruhe? Aber, geschnack nicht lang, Digga. Hau mal raus, ich bin gespannt auf deine lyrische Kunst. Aber ich hatte meinem zu dir, nee. Tritt dir in den Hoden und du liegst ganz schnell am Boden. Dein YouTube-Kanal war mein Gedicht und gereimt hat sich fast nichts. Ja, bestes Gedicht, das war's. Ganz kurz, ist es Goethe? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ist es Goethe? Irgendwie. Ich glaube, es ist Mülte. Mülte. Dicko, was sagst du, Digga? Ich glaube dreimal nein, Bruder. Okay, Alter, weiter geht's. Was war das? Digga, was geht hier ab? Aber ich fand's mal lustig auch, wenn der ein bisschen gefrontet hat, Leute, aber ihr wisst Bescheid, grüß dich raus an den Ehrmann. Okay, so, nächster und schönen guten Abend, mein Lieber. Was geht ab? Schönen guten Abend, willkommen bei Deutschland mit Adrian. Deutsch lernen. Wir haben schon Mathe gelernt heute. Ey, ist ja richtige Schulstunde hier. Also wir lernen jetzt mit dir Deutsch, oder was? Ja. Ja. Erstmal das Grundwissen. A. Oh nein. Ist bei uns nicht vorhanden, aber ja. B. Wie Banane. C. Wie Kokosnuss. D. Wie Donut. Überspringen wir bitte zu K. K, okay. K. Wie Kaka in der Hose. Dann, was kommt nach K? Wie Löwe. O. Wie Opa. Oh. F. Wie Fisch. Das ist das Wichtigste. Und noch X. Wie Xylophon. Oh. Okay, krass. Das Grundwissen, was man auf jeden Fall braucht. Lernen. Kannst du mir kurz mal einen Satz im zweiten Akkusativ sagen, bitte? Akkusativ. Akkusativ. Weil du kannst auch Deutsch, oder? Doch, Stehluft. Ich bin Albaner. Digga, was soll ich machen? Ich brauche einen Job. Ich musste irgendwie Geld verdienen. Bruder, ich kauf dir Bohrmaschinen. Der haut einfach raus. Ey, Jungs, ich bin Albaner. Ich brauche einfach nur einen Job. Lukas, sag mal kurz Bohrmaschinen. Bohrmaschinen. Boah, das hört sich schon besser an, Digga. Also von mir kriegst du ein Ja, Digga. Aber sein Talent, das hat doch gar nicht... Bruder, er ist Albaner, Bruder, die lässt man immer weiter. By the way, ich glaube, ein zweites Akkusativ, sowas gibt's gar nicht. Ich weiß selber nicht mehr, was das ist. Akkusativ ist ein Fall, also es gibt nur einen. Ja, sorry, Deutschlehrer. Er beleidigt so, ich bin Albaner, Mann. Aber komm, was heißt auf Ehre? Nein, Digga, ich muss dir Nein geben, weil... Was würdest du denn danach machen? Was würdest du uns im Finale liefern? Finale, wie man ein Haus baut. Vielleicht bei der nächsten Folge, Digga. Ich glaube, Deko dreimal nein, oder? Ja. Ja, aber trotzdem Respekt. War ein lustiger Auftritt, aber... Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, du darfst noch jemanden grüßen. Ich grüße die 5B aus Neckarsteinach und Dominik Müller. Marschaller, grüße ihn raus an die 5B und Dominik. Perfekt, ja, war kätziger. Okay, dann weiter mit dem nächsten und let's go. Servus. Yo, servus. Berlin, seid ihr gut drauf oder was? Ja, Enno, alles gut. Sag mal, schreib mir. Was hast du heute mitgebracht für uns? Ein paar Witze. Ein paar Witze? Witze. Ja, na klar. Kurze Frage, eher so Flachwitze oder so richtige Witze? Ach, jeden so sei es auch. So ein paar Corona-Witze und so. Oh, also perfekt. Schwarzer Humor. Ja, na klar. Okay, dann hau mal raus, mein Lieber. Du redest hier mit dem Witzemaster. Alles klar. Na klar. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Holzboden und einem Beamten? Der Holzboden arbeitet. Ja, nicht lachen anfangen, Krim. Weiter. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Kein Problem. Ich hab ja seit 3 Jahren kein Verhältnis mit ihrer Frau.
Ja, warum lacht denn der Korn? Hallo? Wie schafft man es, die Augen einer Blondine zum Leuchten zu bringen? Man hält dir einfach eine Taschenlampe ins Ohr. Oh. Ja, ja. Na klar, ist ja die Wahrheit. Gott fragt den Erzengel, Gabriel, essen viele Menschen immer noch ihren eigenen Popel? Erzengel Gabriel, ja klar. Gott, okay, dann noch mehr Coronavirus. Tschüss. Ja. Ja. Meine Witze. Boah, Boah, ich weiß nicht, Digga. Daniel? Ja, ich fand lustig, wie er geredet hat als seine Witze. Ja, mein, das kommen wir frei oben aus Bayern, oder? Ja, klar, da ist ja, klar. Ja, klar. Digga, was sagst du? Ich fand's nicht so stark, ne? Ich fand's auch nicht so stark, Digga. Also von mir gibt's leider Nein. Ja, ja, von mir auch ein Nein. Und da bist du leider raus und nächster, komm, bitte. Da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Schönen guten Abend. Wie heißt du denn? Ich heiße Karim. Karim, was geht, Bruder? Was geht? Was hast du denn heute Schönes mitgebracht hier für uns? Naja, ich sehe ja immer deine Videos und brauchst dir ein bisschen Tipps, weißt du, fürs erste Mal, ich weiß ja nicht. Da wurde gerade gefrontet. Und ich wollte dir einfach ein paar Tipps zeigen, ja. Also, weißt du... Daniel, du musst gar nicht lachen, ne? Vielleicht sollte Alina zuhören. Okay, ja. Du gehst so zu ihr, ja, und sagst, ich habe heute 20 Kills bei Fortnite gemacht und sie wird so sagen, echt krass, das ist, denke ich gar nicht, dass du das gemacht hast. Und dann sagst du so, soll ich mal meine Pixels in dir eindringen und dir zeigen, wie viel Kills ich wirklich schaffe mit dir? Nein. Tut mir leid, aber das war wirklich... Ja, diese Tipps, also ich glaube, wenn ich die dann befolge, bleibe ich auch weiter in Jungfrau. Aber gut, nächster. Hey, hallo, Hallöchen. Servus. Junge, Servus. Deko, war das gerade cringe. Ja. Alter, Deko. Ja. Perfekt. So wollte ich das. Was kannst du? Ich kann Was singen. Kannst du? Kannst singen? Ja. Oh shit, okay. Was singst du heute? Alle meine Entchen. Ja, da habe ich mich gerade tatsächlich mal gefreut. Das ist dann jetzt auch schon wieder weg. Alle meine Entchen schwimmen auf den See. Schwimmen auf den See. User was moved out of Perfect, your channel. Was ist denn heute los hier, Junge? War das ein Prank oder was? Ja, war so. Übersteuern ist mein Talent. Ja, und wir haben gesagt, er soll erstmal normal singen und dann übersteuern. Junge, warum hast du einen 31er und willst mich pranken? Ey, das war Dekus Idee, Mann. Was? Ich bin jetzt tot. Ich schwöre, das war seine Idee. Nein, du bist nicht im Recall. All around me, okay. Ja. Hau rein, tschüss. Nächster Digga, ab, Mann. Oh, was geht ab, Mann? Voll weiter, Digga, auf jeden Fall. Schönen guten Abend und ja, herzlich willkommen hier an den letzten Teilnehmer der heutigen Show. Wie heißt du? Wie geht's dir? Was machst du heute? Ich heiße Manuel, dankeschön. Mir geht's gut, danke dir. Mhm. Oder euch. Mhm. Ja. Ich mache heute Anmachsprüche. Ah, ja. Das so schlechte Anmachsprüche. Die braucht Deko auf jeden Fall. Die braucht der kleine Deko auf jeden Fall, ja. Kleine Deko muss es endlich mal lernen. Ne? Da würde ich sagen, let's go, Digga. Okay. Entschuldigung, bist du zufällig tierlieb? Na, dann bist du auch bestimmt gut zu füllen. Deko, kannst du den benutzen, ne? Den schreibe ich mir auch, einen Moment. Der ist gut, auch gerade so im Einkaufszentrum einfach mal zu fremden Frauen sagen. Schreib einfach mit, Deko. Vor allem in meiner Altersgruppe ist das genau das Richtige. Oh. Ja, Digga, ist gut. Okay, der nächste bitte. Ich bin Pilot von Beruf. Ich hoffe, ich kann bei dir landen. Deko, der kommt gut. Der kommt, glaube ich, wirklich gut. Einmal auch aufschreiben, bitte. Ja. Ich ja, bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Oh, Digga, das Da Deko noch nie, ne? Ah, ja, da kommt er nicht in Frage, leider. Aber vielleicht hast du noch einen auf Lager. Ja. Hallo, ich bin Ingenieur für Tiefbau. Meine Fachgebiete sind ordentlich baggern und anschließend ein Rohr verlegen. Da muss er selber schmunzeln. Ja, ich Junge. Ja, okay, ja. Komm, dann jetzt noch einen allerletzten Kracher, den du jetzt noch rausschallerst hier. Du bist eine Brandstifterin. Du hast mein Herz entflammt. Der war leider nicht fürs Ende gut gewesen. Ich habe jetzt gerade fürs große Finale noch was Krankeres. So, weißt du, dass ich mich in dich verliebt hätte. So einen Spruch hätte ich jetzt gebraucht. Ich hab noch einen, also ja. Na, was sagt ihr? Wollen wir noch einen hören, Jungs? Ja, komm, letzter Versuch. Letzter. Aber wirklich, jetzt, wenn du jetzt verkackst, dann bist du raus. Ja. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich dich kenne. Jetzt weiß ich es. Du bist die Frau aus meinen Träumen. Okay, nee.
Doch, der Digga, der ist schon sweet. Ich glaube, den werde ich gleich meiner Freundin sagen. Deku, der ist auch sweet, der so eigentlich. Ja. Ja, den kannst du echt mal bringen, Deku. Weil safe. Wenn du jetzt dann noch, nach dem musst du sagen, Marshall einfach Tippchen und dann ist er. Dann ist eh geklärt, Digga. Okay, dann ist weiter, Mann. Für mich bist du weiter. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein dürfte. Ja, vielen Dank. Ich muss aber leider sagen, das hat für mich kein Potenzial fürs Finale, Digga. Ich weiß nicht. Wir haben hier so kranke Talente heute dabei und Anmachsprüche. Ja, im Vergleich zu den anderen ist es wirklich, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Finale noch krasser wird. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen von mir leider nein, Digga. Deku, aber trotzdem, deine Entscheidung. Danke, dass du da warst. Ja, er hat mein Leben verändert. Ja, lass mal nochmal. Ich kann ihm kein Nein. Zweimal ja, Digga, du bist weiter, let's go. Dankeschön, ich habe mich echt gefreut, dankeschön. Ja, danke, hast du jetzt schon dreimal gesagt, tschüss. Tschüss. Alter, was war das gerade? Okay. Ich wundere, meine Facecam ist Akku leer, deswegen seht ihr mich gerade nicht mehr. Aber okay, denkst du, warum reden die schon da unten? Ich denke so, warum mache ich das jetzt gerade? Okay, Leute, wir sind dann so mit dem Finale angekommen und jetzt geht's um die Wurst. Richtiger Allmann-Spruch, aber ihr wisst, was abgeht. Die Wurst muss gemacht werden, Mann. Ja, hätten wir das auch geklärt. Ich würde sagen, jeder von euch hat jetzt noch einmal die Chance, sich hier zu beweisen. Und ich würde sagen, wir labern noch nicht lang drum herum. Hier, der Baumskin fängt jetzt einfach nochmal an. Noch einmal jetzt kurz und knapp dein Talent. Überzeug uns. Let's go, Digga. Also, wenn euch jemand bei der Gamescom blöd anmacht oder ihr einen YouTuber nicht mögt, wie ihr euch so richtig dafür einsetzen könnt, ihm das zu zeigen. Okay. Indem ihr ihn anspuckt. Ja. An der Stelle hoffe ich, dass es niemals jemand bei mir macht, sonst. Aber ja, weiter. Also du hast es schon fast richtig gerade gemacht. Ja. Nur mit deinen Zuschauern. Ungefähr so. Nur, ich vermute, sie haben gerade Luft rausgelassen. Das müssen sie aber mit Speichel machen. Also, sie machen das so. Sie schauen diese Person an. Okay. Und dann mucken sie erstmal ein bisschen. Sagen sie so. Hey! Du bist von YouTube? Okay, guck, weiter. Hey, bist du der von YouTube? Okay, hab ich gemacht. Also, ja, und dann sagst du so, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, Mann. Und dann kommen alle Leute so um euch rum. Und dann? Und dann kommt der YouTuber und sagt, ist jetzt Stress, was willst du? Ich kann dich easy hier rausschmeißen. Und dann sagt man ganz einfach, schau mal meine Faust, ist da was? Deine Visage, boom! Und dann machst du... Wie so ein Chamäleon. Probier's mir so, Speichel. Alter, wer hat dir in den Kopf geschissen, Alter? Fuck, Alter. Verschiedenste Leute nur. Alter, what the fuck? Ey, Daniel, ich würde an der Stelle jetzt echt nicht negativ über ihn reden, weil wenn der auf der Gamescom ist, du weißt, was passiert. Oh, shit. Also, bist du dieser YouTuber? Ey, ich fand's okay, aber man sollte nicht Leute anspucken und schlagen und... Außer sie haben es verdient. Du hast nee, nur Angst, Lukas, du hast nur von mir, nein, Digga, sorry. No, beide sind gestorben! Und Finale müssen wir eh erstmal alle dran nehmen. Ja, egal. Dann der nächste. Okay, ich hau jetzt noch einen Anmachspruch raus. Ja. Hab so einen trockenen Mund. Du hast nicht vielleicht eine nasse Zunge für mich, oder? Nee. Der war nicht so, du hast noch einen? Wow. Siehst du zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber bügeln? Nee. Und jetzt wirklich den Final. Digga, es ist das Finale, Mann. Los. So viele Kurven und ich ohne Bremsen. Nee. Dann haben wir den Gewinner heute am Start. Ich würde sagen, ich habe die letzten Folgen immer verkündet. Okay, ihr habt euch alle sehr krass geschlagen, muss ich sagen. Dieses Finale war wirklich anders als die anderen Finale, Digga. Warum gucken wir nach vorne? Da ist ja gar keiner mehr. Ja, aber was ich sagen muss, der Gewinner. Nach oben gucken. Der Gewinner von Talent Show Revive. Daumen nach oben da. Und dürfen wir jetzt Finale noch einmal den Knossi-Song hören? Und alle bock nicht Kolana, any mother mutter wie die Bock der den Chuck. Lasst mal rum da, Leute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao, ciao.